Hallo Leute, liebe Zuschauer. Ich bin der Meinung, ich brauche eure Hilfe. Es ist nämlich so, dass ich seit dem 16. März prokrastiniere. Und das ist das Datum, als mir die Möglichkeit entzogen wurde, als Dozent und Referent an Schulen tätig zu sein. Ja, was heißt prokrastinieren? Vielleicht kennt ihr das Wort nicht, aber was dahinter steckt, kennt ihr sicherlich. Nämlich, das heißt, das Aufschieben von wichtigen Dingen und sich so mit Humbug, mit unwichtigen Dingen zu befassen. Und wenn ihr jetzt mal meine thematischen Videos in letzter Zeit nachverfolgt habt, das war ein Thema für die Katz. Ne? Insoweit würde ich gerne von euch erfahren, was euch denn interessiert. Klar, in den letzten 10 Jahren, was ich Videos über Dekupiersägen etc. gedreht habe, sind schon viele Tipps bei euch angekommen und viele von euch sind auch zu Profis geworden, die dann ihre Dekupiersäge beherrschen und sich gut auskennen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin der Meinung, bei der geringen Anzahl von Abonnenten, was ich habe, sind aktuell 6.000 noch was, gibt es jede Menge Dekupiersäge-Anfänger oder die das werden wollen. Nun hatte ich mir gedacht, dass ich doch mal einen Extra-Kanal eröffne. Der steht noch nicht fest, der ist noch nicht eröffnet, wo ich dann nochmal ganz neu anfange mit den Themen. Das heißt von A bis Z, Säge einspannen und so weiter und so fort. Was haltet ihr davon? Ja, dann gibt es ja auch noch andere Themen. Zum Beispiel, ich muss jetzt gucken, wo ich was als Beispiel hervorzaubern kann. Ja, das hier. Was meint ihr denn? Was kann ich leichter sägen? So ein Stapel oder so ein einzelnes Holz? Also, es ist nicht mal so einfach zu entscheiden. Und das wäre ein Thema, ein Videothema. Das nächste Videothema wäre zum Beispiel, könnte ich mal zeigen, wie ich diese Schnittlade für die Bandsäge vorbereitet habe und wie man die verbessern kann. Ein weiteres Thema wäre zum Beispiel so eine Kamerahalterung, eine Drei-Wege-Kamerahalterung. Wie man so etwas aufbaut. Hier, hinterm, also vor mir quasi, steht schon so eine. Allerdings, die ist zu wackelig, weil sie auf einem günstigen Stativ steht. Und die Aufnahmeplatte, die habe ich dafür vorbereitet, dass ich sie mit diesem leichten Stativ benutzen könnte. Also da möchte ich noch was anderes machen und auch noch ein bisschen selber optimieren. Dieses 3-Wege-Adapter-Ding. Ja. Wenn ihr noch Themen habt, einfach ab in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn mindestens 30 Leute ein Thema gut finden würden. Dann 30, 50, meinetwegen 100, 200, kein Thema. Immer nur kommentieren, liken. Ja? Und die Besten, die da bewertet wurden, die Kommentare, von euch gegenseitig, da werde ich dann als nächstes ein Video aufgreifen, ein Thema zum Video aufgreifen und dann hoffe ich, dass ich auch nochmal etwas für euch beitragen kann, euch Zuschauer. Denn ohne euch geht es natürlich auch bei mir nicht. Ich habe es gemerkt, irgendwann mal im Mai hatte ich an einem Tag 17.000 oder 20.000 Aufrufe. Das ist jetzt nicht mehr so. Vielleicht liegt es an der Sommerzeit, an der Ferienzeit oder was weiß ich was. Jedenfalls, ich würde mich freuen, wenn ihr mal unter die Arme greift mit euren Kommentaren und so, dass ich dann wieder ein bisschen das euch bieten kann, was euch interessiert. Soweit, danke fürs Zuschauen. Seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao.